Herzlich willkommen bei der School am Terra, Deutschlands erster 40k-Schule. Wir machen euch vom Novizen zum Magus in 0, nichts. Drittes Video in unserer Serie. Wir stellen unseren aktuellen Trainer vor. Ich hoffe, die anderen haben euch bis jetzt gefallen. Wenn das so war, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Empfehlt uns weiter, das ist super wichtig. Im dritten Video haben wir uns den David geschnappt und wollen ein bisschen über ihn reden. Hallo David. Hi. Ja, hi Mario. Super cool. Danke, dass du es machst. Ich hoffe, für euch da draußen ist vielleicht ein bisschen Gelegenheit, uns kennenzulernen und ein bisschen was von uns zu hören. Und vielleicht, falls ihr Interesse habt, bei uns mal in Training zu gehen. Na, wisst, an wen ihr euch wenden müsst. Genau. Nehmt einfach Kontakt mit uns auf. Alle Informationen dazu in der Videobeschreibung. David, ich stelle dir die gleichen Fragen, wie ich den anderen auch gestellt habe. Damit fangen wir also an. Was hat dich denn zu Warhammer 40.000 gebracht und warum spielst du es kompetitiv? Also für mich war ich komme aus dem kompetitiven Magic eigentlich. Ich habe lange ja lange Zeit, dass ich in Augsburg gewohnt habe, dort mit Leuten viel, ja, also jetzt nicht auf dem allerhöchsten Level kompetitives Magic gespielt, aber schon auf einem soliden Level. Ja. Wir hatten regelmäßig, ja, für die MTG Alphine, wir waren eigentlich alle immer Tag 2 auf den Grand Prix, auf denen wir waren. Wir hatten ein paar Leute, die ab und zu bei der Pro Tour waren. Ein guter Zirkel eigentlich. Und als ich dann zurück nach München gezogen bin, ist es ein bisschen eingeschlafen und ich bin dann hier mehr oder weniger über einen Freund über Warhammer gestolpert. Ich hatte damals das irgendwie als Jugendlicher gespielt und dann kam die 8. Edition raus und ein Kumpel meinte, ah, das ist jetzt super gut und super cool, probier das Spiel doch nochmal aus. Und für mich war eigentlich immer klar, dass wenn ich das mache, ich das auch kompetitiv machen will. Hab dann versucht, auch meinen Kumpel zu pushen, mit mir auf Turniere zu fahren. Es hat ein bisschen gedauert, weil er gemeint hatte, dass, ja, damals hatte auch sicher die Turnier-Community noch nicht das Image, das sie heute hat, vielleicht. Hat dann ein bisschen gedauert, bis ich ihn soweit hatte. Aber seitdem, genau, bin ich hier, spiele 40k kompetitiv und bin sehr glücklich damit. Ja, sehr cool. Also so ein klassischer Werdeweg, wie die anderen ist es nicht. Die anderen sind alle über Dawn of War dazu gekommen. Ist aber auch nicht Der schlimm. Trailer ist super, aber Der Trailer ist super, natürlich genau. 2000 Mal geschaut, Ja. 2001 oder so ist das 2000. rausgekommen. Ja, genau. Aber wie kamst du denn dazu, mit Stefan zusammen die Schule zu gründen? Also ich kenne Stefan schon längere Zeit eigentlich. Ne, wir sind im gleichen Verein, haben ein Schild in München, was hier nämlich der Gegend seid und ein super Ort zum Tabletop-Spielen sucht. Meldet euch. Und wir hatten beide so, sag ich mal, relativ parallele Erfahrungen. Also ich wurde von ein paar Leuten gefragt, ob ich nicht irgendwie in Richtung Coaching was machen konnte. Ich hatte auch im Vorfeld davon schon, ja, mal immer wieder auf Anfrage Leuten irgendwie mit Turniervorbereitung geholfen, etc. Meistens irgendwie eine freundschaftliche Basis oder, na, für ein paar Kästen gutes fränkisches Bier und ein paar Nürnberger Bratwürst, Guess Bonnie. Stefan hatte eine ähnliche Erfahrung. Und wir hatten dann irgendwann mal ein Gespräch und dann war bei uns beiden so, hey, wieso machen wir das eigentlich nicht zusammen? Und machen da was drauf. Eigentlich haben wir beide Bock. Das hat sich irgendwie so im Herbst letzten Jahres fiel es irgendwie gerade so zusammen, ne? Wir haben beide irgendwie kurz davor Anfragen bekommen von Leuten, die Lust hatten, irgendwas in Richtung Coaching zu machen mit uns. Ja, dann haben wir halt gesagt, let's go. Wir machen da ein Ding draus. Und Stefan hat sich richtig, richtig reingehängt und mich da mitgezogen. Ja, spannende Geschichte auf jeden Fall. Die auch jetzt mal von deiner Seite aus zu hören. Das macht auf jeden Fall neugierig. Jetzt zu der Frage, wenn ein Schüler jetzt in der Skolam Unterstützung sucht und von dir gecoacht werden möchte, mit welchen Fraktionen und mit welchem Spielwissen kannst du ihm denn helfen? Also ich glaube, erstmal grundsätzlich bin ich, denke ich, einer von, und das ist, glaube ich, auch mein großer Skill, dass ich einer von wenigen Leuten bin, die eigentlich einen sehr kompletten Überblick über 40k haben. Wie es wenige Leute haben, ich habe ein sehr, sehr gutes Gedächtnis für, sage ich mal, Buchwissen
Und bin gleichzeitig relativ gut im Metagamen. Ja, also im Sinne von Metagame, das Spiel jenseits des Spiels. Ich verstehe, welche Fraktionen aus welchen Gründen gerade gut sind. Ich kann gut abstrahieren, was im Spiel gerade passiert, auf einer größeren Ebene. Und das ist natürlich super hilfreich, wenn Leute Wissen suchen, was für Listen sie zum Beispiel jetzt für ein Turnier spielen sollen. Also was ist die beste Liste für ein Turnier oder wie finde ich irgendwie eine gute Armee für ein Turnier, wenn ich weiß, wie ungefähr das Meta aussieht? Wie kann ich irgendwie vorhersagen, was auf dem Gelände gut ist? Das ist auf jeden Fall ein Skill, ja, mit dem ich vielen Leuten, glaube ich, auch schon weitergeholfen habe. Das kann ich sehr gut. Konnte ich auch in Magic sehr gut. Und fraktionstechnisch sind also na, Dinge, die mir liegen, sind tendenziell schnelle, relativ schnelle Armeen, mit die mehrere Phasen spielen, also meistens Beschuss- und Nahkampfphase. Und die aber auch gleichzeitig relativ unabhängig agieren können. Ja? Also für mich sind das so Sachen wie zum Beispiel Harlequins, zum Beispiel Dark Elder, zum Beispiel Inari, zum Beispiel Emperor's Children. Oder und die großen Fraktionen, mit denen ich auch, sag ich mal, erfolgreich war, sind auf jeden Fall Harlequins und Ka und verschiedenste Chaos-Fraktionen. Generell zu diesem ganzen, in dieses ganze Metagame ein großes Spielwissen haben, spielt auf jeden Fall rein, dass ich glaube, so Chaos-Suppen und Sachen in dieser Richtung in der Vergangenheit immer Dinge waren, wegen denen Leute auch zu mir gekommen sind. Oder wegen denen Leute auch irgendwie meine Expertise gesucht haben. Ich hoffe, dass das in der 10. immer noch so und GW nimmt uns nicht alle unseren, nimmt mir nicht allen Cheese weg, den ich da so aus der Kombination von irgendwie x verschiedenen Sachen rausziehen kann. Mal schauen. Genau, aber Elfen, Chaos, kommt zu mir. Vielleicht mittlerweile auch Astra Militarum, obwohl meine Astra-Reise sich quasi gerade noch Schritt für Schritt sich weiterentwickelt. Reden wir nach dem Teamturnier in Leoben nochmal drüber. Das können wir machen. Du hast ja schon ein bisschen geschildert, was deine Stärken sind, und hast dann Fraktionen aufgezählt. Bist du deswegen zu den Fraktionen gekommen oder hast du dich aus anderen Gründen für die entschieden? Und gibt es irgendwelche Fraktionen, jetzt Astra hast du schon gesagt, die du in der Zukunft noch anschauen möchtest, wo du neugierig drauf bist? Also, ich glaube, also die Fraktion, mit der ich angefangen habe, ist Deathguard. Der Grund, warum ich Deathguard angefangen habe, ist, weil ich die Modelle total liebe. Ich baue super gerne Sachen um, modelliere selber. Leider, ich baue auch besser um, was ich male. Ja, wenn man Armeen auf Events gesehen hat. Battle Ready ist ist da der Plan. Leider macht mir Deathguard überhaupt keinen Spaß. Langsame Idioten, die da so rumwackeln und. Nee, das ist nichts für mich. Insofern Fraktionen, die mir wirklich Spaß machen. Schnell, Nahkampf, einigermaßen unabhängig, Möglichkeit, durch Geschwindigkeit Fehler vom Gegner zu bestrafen. Mittlerweile würde ich auch Armeen danach aussuchen. Also wirklich sagen, hey, ah, ich sehe, diese Armee macht es im Spiel, die Ästhetik ist mir jetzt vielleicht nicht mehr so wichtig. Aber zu. Also die Entscheidung für Chaos und für Elfen fiel schon auch sehr aus ästhetischen Gründen. Also, das war ein bisschen, also zum Beispiel, was jetzt irgendwie Emperor's Children und Harlequins angeht, das war ein bisschen Glück, dass es sich dann so gespielt hat, wie die Minis ausgesehen haben, vielleicht. Aber in der Zukunft würde ich auf jeden Fall danach Entscheidungen treffen. In der Ja. Zukunft, ich meine Tyras. Ich hoffe, die neuen Tyras sind cool. Ich könnte mich mit Tyras super anfreunden, glaube ich. Ich hatte auch hatte kurz mit dem Gedanken gespielt, in diesem Winter Tyras anzufangen. Zum Glück habe ich es nicht getan. aber ja, wenn Tyras gut sind und Tyras cool sind und die neuen von Ryan's Leaper irgendeine Indikation sind, dann let's go. Vielleicht werde ich auch zum Käferboy. Mal sehen.
die Interessen sind auf jeden Fall weit gestreut. An dieser Stelle des Interviews komme ich immer zu der Stelle, wo ich den Coaches Fragen stelle, nach einem Tipp, den sie Einsteigern und Einsteigern in die wettbewerbsorientierte Sparte des Hobbys geben können. Was wäre denn dein Tipp? Ich glaube, es kommt super drauf an, wo man sich befindet. Es gibt Leute, die können quasi, das ist jetzt nicht böse, das ist vollkommen okay, ja, die können die Grundregeln noch nicht hundertprozentig sicher, bevor sie anfangen, irgendwie Turniere zu spielen. Ja. Das ist in Ordnung, man kann es machen, man kann es auf Turniere fahren, man kann irgendwie das erste Spiel verlieren und dann ein bisschen auf den unteren Tischen ein bisschen spielen und mit anderen Leuten, die vielleicht eben nicht so super fit, also und fit meine ich jetzt wirklich hart regelfest sind, ein bisschen zusammen Spielregeln lernen, ab einem gewissen Punkt. Aber wenn man irgendwie, ich sag mal, wenn man jetzt die Regel fest ist, seinen eigenen Kodex kann, die Regeln vom Spielen kann, würde ich sagen, wäre für mich der wichtigste Tipp, und das sage ich auch eigentlich immer allen Leuten in meinen Coachings, ist, Züge durchzuplanen, bevor eine einzige Miniatur bewegt wird. Ja. Und zwar meine ich damit, das mache ich auch in jedem von meinen Spielen, ich fange meinen Zug an und dann überlege ich mir quasi, klar, ich plane Eventualitäten ein, natürlich, ich sage nicht, der macht das und der macht es dann. Also, ne, ich sage jetzt nicht, diese Lanze fliegt jetzt darüber und er schießt dieses Modell. Das kann ich ja nicht hundertprozentig wissen. Aber nichtsdestotrotz, ich mache mir einen Plan in meinem ganzen Zug. Gehe durch, was muss ich diesen Zug unbedingt erreichen? Zum Beispiel, ich muss eine Einheit auf diesen Mittelmarker stellen, ich muss eine Einheit von diesem Marker im Offenen runterschießen und ich muss Behind Enemy Line scoren. Wäre jetzt ein Beispiel von drei Sachen, die muss ich unbedingt erreichen. Ja? Dann überlege ich mir, was wäre cool, wenn ich erreiche? Ja, cool wäre zum Beispiel noch, ich töte diesen Panzer, der da steht. Okay, wie kann ich das erreichen? Ja. Das ist ja quasi ein optionales Ziel. Das brauche ich nicht, damit ich das Spiel weiterspielen kann. Aber es war schön. Ja. Und wenn ich das weiß, dann entwickle ich einen Plan, wie ich diese Dinge mache. Und das passiert alles, bevor ich eine einzige Miniatur bewegt habe. Und dann ist der Moment, wo ich sage, okay, jetzt führe ich den Plan durch. Warum ist das wichtig? Ja, ich glaube, der große Punkt ist, und das ist ein Fehler, den super viele Leute machen, und das ist was super vielen Leuten passiert, ist, dass die sich keinen Plan machen oder einen halben Plan machen, dann anfangen, Miniaturen zu bewegen, Teile dieses Plans ändern, dann anfangen zu schießen, dann klappt irgendwas zu gut oder irgendwas klappt nicht, dann ändert sich nochmal ein Teil des Plans, dann macht man irgendeinen Charge nochmal, den man eigentlich nicht eingeplant hatte, weil man gedacht hatte, man könnte es ja probieren. Und am Ende sitzen Leute da und denken so, ich weiß gar nicht, was schiefgegangen ist. Irgendwie sind Dinge passiert und auf einmal, ich hatte mir das doch vorgenommen, wieso hat nichts funktioniert? Also, dann war auf einmal nicht mehr ausgescreent an der einen Stelle, weil die Einheit einen Charge gemacht hat. Irgendwas ist nicht gestorben, was hätte sterben sollen, weil man irgendwie gierig geworden ist und auf Sachen geschossen hat, die unwichtig waren. Etc., etc. Die eine Einheit war nicht in Position, weil man sich dachte, ich kann die doch darüber bewegen, dann kann ich da noch irgendwie 10 Bolter-Shots reinmachen. Ja? Und auf einmal ist alles irgendwie auseinandergefallen, ohne dass man es wirklich mitbekommen hat. Das Problem daran ist es, dass man überhaupt nicht mehr beurteilt, auch, also nicht nur, dass es irgendwie im Spiel Probleme verursacht, sondern auch, dass man eigentlich gar nicht mehr sehen kann, wo der Fehler war. Wenn ich einen Plan gemacht habe, der Schritt für Schritt für Schritt für Schritt durchläuft und am Ende ist das Ergebnis komplett scheiße, dann kann ich sagen, hey, das Problem war der Plan. Was war das Problem an dem Plan? Okay, jetzt schaue ich mir an, wie wäre dieser Plan besser gewesen? Aufgrund von welchen Beobachtungen habe ich diesen Plan gemacht? Und vielleicht sind die Prämissen falsch, auf die dieser Plan basiert. Vielleicht habe ich gedacht, ja, ich töte diese Einheit einfach so und habe mich verrechnet. Und es funktioniert in 5% der Fällen. Oder ich habe fundamental die Rolle von einer Einheit in dem Matchup nicht verstanden und die Einheit falsch benutzt. Ja, ich kann ein Lied davon singen, meiner Astra-Journey.
Ja, zu verstehen, dass Mörser in manchen Matchups einfach Cowspawn sind, die auf den Marker laufen und sterben und nie schießen im Spiel, ist ein Skill. Das muss man gelernt sehen, das muss man mal ausprobiert haben und dann weiß man, wie es ist. Ja? Auch ich mache falsche Pläne, die besten Spieler in 40k machen Pläne, die nicht funktionieren. Häufig machen die es in Testspielen, weil sie genug spielen und es ihnen dann am Turnier nicht mehr passiert. Genau. Deshalb würde ich sagen, macht euch einen Plan für den Zug, macht euch einen Plan für das Spiel und arbeitet das dann ab. Und wenn es nicht geklappt hat oder wenn es geklappt hat, reflektiert darauf. Ja? Weil nur so wird man natürlich besser. Ja? Wenn ich aus meinen Spielen nie was lerne, dann bleibe ich auf der gleichen Stelle stehen. Das heißt, es ist super wichtig, dass ich mir anschaue, was geschehen ist. Und mir dann daraus, aus diesen Informationen irgendwie das anpasse. Plan machen, am Plan festhalten, am Ende überlegen, war der Plan gut oder war der Plan nicht gut, könnte man ihn anpassen, war es der falsche Ansatz etc. Und ich glaube, das ist der beste Weg, euch weiterzuhelfen oder euch im kompetitiven 40k zu bessern. Ein riesen zusätzlicher Bonus ist es auch, dass es euch super viel Zeit schenkt. Weil ihr nicht mehr 20 Mal in einem Zug überlegen müsst und neu in die ich plane meinen Zugphase rein müsst, sondern weil ihr einmal euren Zug durchgeplant habt und dann nur noch ausführt. Ja, es ist nicht so ein Hin und her hüpfen zwischen verschiedenen Ebenen. Das macht zumindest für mich und für ein paar Leute, von denen ich schon sehr positives Feedback auf diese Methode bekommen habe, sehr viel leichter quasi in der Zeit Züge durchzuspielen. Genau. Also das wäre mein Tipp für alle, die jetzt so, sag ich mal, die Grundregeln ihrer Armee beherrschen, aber und jetzt quasi ihr kompetitives Spiel verbessern wollen oder auf einem, ja, vielleicht N, vielleicht von ihrem, ich gehe 1-2, ich gehe 2-3 auf, ja, ich bin auf einmal positiv auf den Turnier, auf die ich fahre, wechseln wollen. Danke für den Tipp. Der wird mit Sicherheit dem einen oder anderen helfen. Und ihr merkt schon, der David ist schon ins Coachen verfallen. Unsere Zeit ist jetzt auch vorbei. Wartet bestimmt schon wieder ein Schüler auf dich, der an deiner Weisheit teilhaben möchte. Ja, es warten auch nicht nur das, sondern es warten auch ganz, ganz viele World Eater auf mich. Die sind leider nur geliehen, das sind nicht meine. Aber die müssen noch Farbe bekommen. Ja. Dann vergesst nicht den Like und das Kommentar. Wenn euch das Format gefallen hat, lasst ein Abo da. Wenn ihr Fragen an David, unseren Coach, habt, dürft ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Und bis bald. Bye, bye.